Die letzten Tage hat sich die Simracing-Welt mal wieder ein bisschen außerhalb des Kreises gedreht und vielleicht auch ein bisschen entgegen des Kreises, denn iRacing hat einen sehr, sehr großen Patch nachgeschoben und wahrscheinlich das größte Feature seit vielen, vielen Jahren in den Raum geworfen. Und es handelt sich um Regen. Und ich habe mir heute Morgen mal die Zeit genommen, das Ganze eine Stunde von oben bis unten zu testen und mir mal alles anzugucken, was sich so geändert hat. Ich möchte extra dazu nochmal betonen, ich habe mir keinerlei Patchnotes angeschaut. Ich bin heute Morgen einfach um 7 Uhr wach geworden und habe mich gefreut wie ein kleines Kind, habe mir das Maul ausgefegt, bin an meinen Rig gegangen und habe mich reingesetzt. Und da hat mich doch ein bisschen was erwartet. Und zwar nicht nur ein ganz kleines bisschen, sondern eine Menge. Denn das ganze UI hat sich verändert. Wir haben eine neue Lizenz, sag ich mal, dazu bekommen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass wir die Open Wheeler gemeinsam mit den Road-Fahrzeugen haben, sondern iRacing hat das Ganze jetzt erstmal aufgetrennt und wir haben jetzt eine Kategorie für Formula-Fahrzeuge und eine Kategorie für Road-Fahrzeuge, die sich Sportscars nennen. Und das finde ich schon mal sehr, sehr schön, dass sie das Ganze auch erstmal räumlich getrennt haben, also unabhängig vom Rating als auch vom Safety-Rating und das Ganze auch noch schön visualisiert haben. Und bei Visualisierung sind wir gleich bei dem Punkt, dass sie das Programm, also iRacing UI, komplett überarbeitet haben und alles ein bisschen, ich sag mal, strukturierter und schöner gestaltet haben. So haben wir jetzt zum Beispiel auf der linken Seite die Möglichkeit, einfach in den Shop zu gehen oder online zu racen. Und dann haben wir noch die Unterkategorien, wie wir sie vorher kannten, mit Race Results, Teams, offene Session, gehostete Sessions etc. pp. Und das macht für mich einen sehr aufgeräumten und schönen Eindruck. Was mir dabei auch aufgefallen ist, wir sind jetzt aktuell natürlich in Woche 13, da gibt es keine, ich sag mal, gewerteten Online-Rennen. Scheinbar wird es jetzt wohl so sein, dass wir in der nächsten Season ein paar Rennen haben, die wir kennen oder offizielle Rennligen, die einen anderen Namen haben. Und da bin ich auch sehr gespannt, denn ich habe mich erstmal dumm und dämlich gesucht nach den Rennen oder zumindest den Veranstaltungen, die ich kannte. Und die sind gar nicht mehr da. Also eventuell sehen wir in der nächsten Season da neue Bezeichnungen bzw. neue Sponsoren, könnte man ja schon sagen. Lassen wir uns überraschen. Aber kommen wir mal zu dem eigentlichen Ding und zwar Tempest. Tempest ist ja das neue Wettersystem von iRacing und ich habe mich da mal ein bisschen durchgeklickt, wie das so aussieht und muss sagen, dass mir das sehr, 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 sehr gut gefallen hat. Du kannst also, wenn du dir eine Session hostest oder im Singleplayer fährst, kannst du dir komplett das ganze Wetter einstellen. Und das ist einfach komplett Banane, was du da alles machen kannst. Wir reden da von Wind und Windstärken, wir reden von Windrichtungen, wir reden davon, ob Sonne scheint, ob es regnet, ob es viel regnet, ob es wenig regnet. Wir können die kompletten Zeitfenster einstellen, wann das umspringt. Und dann kannst du aber auch sagen, du, ich möchte reales Wetter, klickst das an und der rechnet dir das alles mal durch und kreiert dir sozusagen die Timeline für das Rennen, wenn du sie nicht selber kreieren möchtest. Und das war für mich absolut verrückt, was man da einstellen kann und schön auch zu sehen, dass es so simpel ist, sage ich mal, einzustellen, ohne dass wir irgendwelche großartigen Config-Dateien schreiben müssen oder irgendwie auch nur ansatzweise irgendwo rumfummeln müssen, denn das kann jetzt wirklich jedermann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe das auch mal so ein bisschen durchgetestet, wie so die Wetterwechsel sind und bin, trocken losgefahren und im Regen angekommen. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, was hat sich denn jetzt in der Sim selber verändert? Regen. Und iRacing, ich habe keine Ahnung, wie sich Regen im realen Leben in einem Rennauto fährt, aber ich möchte hier an dieser Stelle mich dazu äußern und mir meine Freude verkünden, wie schön das klingt. Und wir reden jetzt hier von Kleinigkeiten, die vielleicht einigen Menschen nicht mal auffallen, aber mir sofort ins Auge gefallen sind. Wenn wir beispielsweise auf Le Mans schneller auf den Geraden fahren und der Regen schneller auf dein Auto kommt, wird das Ganze auch einfach noch lauter. Und wenn du wieder langsamer wirst, wird es wieder leiser. Und du siehst auch, dass die Regentropfen anders auf das Auto fallen. Du kannst halt hören, wenn du schneller fährst, wie das Wasser mehr verdrängt wird und sich am Unterboden anschmiegt und dadurch Geräusche entstehen. Wenn du langsamer fährst, werden die Geräusche wieder langsamer. Ich habe mich wirklich heute Morgen, als ich das ausprobiert habe, so sehr darüber gefreut, weil Sound ist eine, es schafft sehr viel Immersion und trägt sehr viel dazu bei, das Ganze noch ein bisschen anders wahrzunehmen. Und das hat iRacing mit ihrem Ton dieses Mal komplett aus dem Park gekloppt. Und das ist einfach absolut der Wahnsinn und finde ich total geil. Wie ist denn jetzt so das Fahren? Also ich bin die ersten Runden losgefahren, habe mich sehr im Kreis gedreht und habe festgestellt, dass wir auch einen unglaublich geilen Sound haben, wenn wir bremsen auf einer nassen Straße
mit Slicks, weil ich Trottel bin, mit Slicks losgefahren. Und ich dachte mir so am Anfang, puh, was ist denn jetzt hier los? Das ist ja total bescheuert. Das kann doch kein Mensch fahren. Und irgendwann durch Zufall, und ich war auch eigentlich nicht mal sauer oder angepisst, dass es so ist, weil es ist halt eine Sim. Und irgendwann stand ich in der Box, als ich mich das 300. Mal rausgedreht habe und das Auto nicht auf der Strecke halten konnte, sagte mir Crew Chief, Wet Tires sind Optimum. Und ich so, na klar, ich muss ja noch die Regenreifen einstellen. Logisch, wir fahren ja jetzt nicht mit Slicks. Aber was ich für euch getestet habe, der Sound mit den Slicks ist auch total toll. Und es ist auch ein Unterschied, als wenn du Wet-Reifen fahren würdest. Denn du hörst, wie du über das Wasser, also über die Strecke, wo die Flüssigkeit drauf ist oder Regen, wie du rüberrutscht. Und das ist total geil beim Bremsen. Ist ein total schönes Gefühl im Lenkrad, was das Force Feedback angeht. Und ist auch vom Klang her unglaublich schön. Und du kannst das sofort einsortieren, wenn du es denn weißt. Und als ich die Regenreifen drauf gemacht habe und losgefahren bin, dachte ich mir so, boy, oh boy, das ist krass. Und es ist auch einfach nur krass. Ich sag mal so, ich fahre im realen Leben keinen Rennsport. Muss ich ganz klar deklarieren und dazu sagen, den einzigen Vergleich, den ich habe, ist mein eigenes Auto, was ich zwischendurch mal im Regen bewegt habe. Und das bewege ich auch nicht am Limit, denn ich fahre bei weitem nicht diese Geschwindigkeiten und engen Kurven. Aber man kann an ein, zwei Stellen definitiv die Brücke schlagen, dass das gar nicht mal so verkehrt ist. Gerade wenn wir zum Beispiel in Pfützen reinfahren und du merkst, wie zum Beispiel nur eine Seite, also das vordere rechte Rad, in den Regen reinfährt, kannst du merken, dass da halt einfach nichts mehr geht und du auch nicht mehr lenken kannst, weil überhaupt gar keine Traktion da ist. Und Traktion ist auch ein sehr gutes Stichwort. Es ist jetzt nicht so wie beispielsweise in ACC, wo wir schon viele, viele Jahre Regen haben, dass dort einfach das Grip-Level ein bisschen geringer wird und sich das ein bisschen so anfühlt, als wenn man auf Eis fährt. Nee, das ist es eben ganz genau nicht. Denn du merkst, wenn du nicht viel Flüssigkeit hast oder genug Flüssigkeit verdrängt ist, dass du noch genug Force-Feedback hast und du auch das Auto noch spüren kannst. Wenn du jetzt aber durch eine Pfütze fährst, die sich übrigens sehr schön bildet über die Zeit, auch das habe ich glücklicherweise ausprobiert, dann wirst du merken, dass du von einer auf der anderen Runde eine Kurve nicht mehr so fahren kannst, wie du sie fahren kannst. Denn dort ist so viel Flüssigkeit, dass du das Auto nicht mehr bewegen kannst. Da ist einfach tote Hose, das geht geradeaus. Das heißt, du musst jetzt ein bisschen deine Linie anpassen, wenn du fährst im Laufe der Zeit. Und wir werden auch in den nächsten Tagen, also ich selber noch mal testen, wie es dann aussieht, wenn mehrere Fahrzeuge da sind und vielleicht sich so eine kleine Linie bildet, wo ja viel mehr Wasser verdrängt wird. Was mir an der Stelle auch sehr positiv aufgefallen ist, was aber auf der anderen Seite extrem scheiße ist, in Le Mans nach den Porsche-Kurven ist auf der rechten Seite kurz vor der letzten Schikane ein, ja ich sag mal, blaues, asphaltiertes, bemaltes AstroTurf, könnte man sagen. Da drauf ist komplett Ente Trente. Da geht gar nichts. Da geht einfach überhaupt nichts. Also da merkst du auch, dass das Wasser nicht weggeht. Wenn du da einmal raufkommst, hast du wirklich Schwierigkeiten, das Auto wieder zurückzukriegen auf die Straße. Und es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und dann ist mir eine Kleinigkeit irgendwann aufgefallen, die ich total geil fand. Und die, also ich konnte meine Freude da gar nicht mehr halten. Denn ich habe mir dann gedacht, gut, schmeiß nochmal Sebring an. Das ist ja so eine Holperpiste. Da wirst du mal vielleicht rausfinden, wie es aussieht mit Flüssigkeiten und größeren Pfützen. Und bin so meinen Sebring gefahren und dachte mir so, ja, das ist wirklich schön, das fühlt sich sehr gut an. Hab dann auch über die Zeit gemerkt, wie sich langsam die Pfützen gebildet haben und bin weitergefahren. Und bin irgendwann durch Zufall über einen Curb gefahren in Sebring. Und ich dachte mir so, Moment mal kurz, das Force Feedback kennst du noch gar nicht. Das ist anders. Und ich bin so innerlich, bin wirklich in mich reingedacht und dachte mir so, hä? Nee, das war vorher nicht so. Mm-mm. Das ist neu. Und das war nämlich die Kurvenkombination vor der Gegengrade. Und da sind ja relativ hohe Curbs, die sehr angeschrägt stehen. Und du kannst in diesen Curbs jetzt jede Rille spüren. Und mit jede Rille meine ich, wir konnten vorher auch schon sehr viel Force Feedback spüren. Aber du kannst richtig merken, dass da solche Wannen drin sind in dem Ding. Und dann fährst du weiter in die nächste Kurve, also raus zur Gegengraden. Und da haben wir ein flaches Curb und fährst da drüber. Und das ist unterschiedlich fürs Feedback. Das heißt, du kannst jeden Typ aktuell, also zumindest auf Sebring war es so, jeden Typ an Curb im Force Feedback spüren und er fühlt sich anders an. Und das hat mich auch komplett aus Leben gekracht, als ich das festgestellt habe. Und es hat mich so mit Freude erfüllt, weil das noch mehr Immersion schafft, dir das Ganze zu fühlen und dir, ja, sage ich mal, ein paar Gedanken darüber zu machen,
wie es denn für die Fahrer ist, die draußen fahren. Und für die Fahrer, die draußen fahren, möchte ich jetzt einfach mal sagen, ich ziehe meinen absoluten Hut vor euch, weil bei euch wirken noch physische Kräfte dazu und das muss einfach noch viel, viel krasser sein. Was auch sehr, sehr krass ist, ist die Gischt. Ich weiß immer nicht genau, wie man dazu sagt, aber das ganze Sprühwasser, was hinten rauskommt. Maga, das ist einfach so ein Trichter, den du da hinterher ziehst. Und es ist so schön, dass selbst wenn es am Anfang super hart regnet und einfach noch nicht so viel Flüssigkeit auf der Strecke ist, dass hinten einfach nur so ein schmaler Streifen Gischt ist und der auch nicht überall ist. Also du kannst auch sehen, wo viel Regen liegt und wo wenig Regen liegt. Und wenn das dann richtig Zündung hat und ordentlich Wasser drauf ist auf der Strecke, hast du einfach, naja, so einen Kegel, den du hinter dir herziehst. Und ich stelle mir das sehr, sehr witzig vor. Ich werde das Ganze jetzt die nächsten Tage im Livestream auch nochmal testen, wie es aussieht nachher im Rennen, weil ich jetzt natürlich erstmal alleine gefahren bin, um mir einen Eindruck zu verschaffen und keine anderen Leute, ja, sag ich mal, zu schädigen und denen reinzufahren und denen das kaputt zu machen. Und ich muss sagen, ich freue mich unglaublich. Ich bin sehr gespannt, wie das nachher im Rennen ist. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass wir die ersten Tage wird sich so Safety Rating und Eye Rating wird sich so ein bisschen einpendeln, weil, naja, ich denke mal, wir werden so wieder dieses League of Legends Phänomen vielleicht haben. Daran erkläre ich das immer. Es kommt was Neues raus. Scheiß drauf, wir gehen einfach in Ranked rein. Und wir feeden einfach irgendwo rein, weil wir noch gar keine Ahnung haben, was wir da machen. Eventuell wird das bei iRacing auch passieren, weiß ich nicht. Ich würde euch aber wirklich ans Herz legen, macht ein paar Testrunden auf der Strecke, auf der ihr fahren wollt, gerade auch im Regen, und macht euch mal ein Bild davon. Das fährt sich super schön. Es ist jetzt nicht so was, wovor man extrem viel Angst haben muss, aber man muss sich mit der Strecke auseinandersetzen, gerade wo sich Pfützen bilden, wie es mit den Curbs aussieht. Weil das ankert dir schon mal gut das Auto aus, wenn der vorne rechts ein bisschen hochgeht und du auf dem Curb drauf bist, dann macht es auf einmal puh und weg bist du. Also, ich glaube, es war schön, dass sie es sehr, sehr lange auch verschoben haben und man so ein bisschen memen konnte. Denn das, was sie uns jetzt dort gegeben haben, macht wirklich einen unfassbar soliden Eindruck und unglaublich viel Spaß. Eine Kleinigkeit möchte ich auch noch mit anzählen und das ist das Wetterradar. Ich habe am Ende ist mir eingefallen, hey, ich habe doch irgendwann mal einen Screenshot gesehen, dass es ein Wetterradar gibt. Und dann habe ich mal so ein bisschen eine Timeline created für Wetter in Tempest, bin reingegangen. Und das Wetterradar ist einfach auch ein absoluter Segen. Man kann wirklich die kompletten Zeiten sehen und die Wettervorhersage dazu. Und dann kannst du auf dem Radar sehen, wenn das Wetter kommt. Und dann kannst du da noch reinzoomen. Und du hast halt wirklich eine unglaublich schöne Wettervorhersage. Ob es nachher so ist oder nicht, das wissen wir alle, wenn wir uns das Wetter im realen Leben angucken. Das kann man nie wirklich bestätigen. Aber es ist auf jeden Fall da. Und es ist nicht einfach nur ein Text, sondern es ist auch noch visualisiert für dich, dass du dir das angucken kannst. Und das ist so geil. Ich finde das so schön, dass es da drin ist. Das macht die ganze Sache einfach noch viel, viel runder. Wie sieht es denn für dich aus? Hast du den Patch schon ausprobiert? Bist du vielleicht auch schon ein bisschen gefahren und hast dir die ganzen Sachen mal im Lenkrad beim Ranreifen angeguckt? Lass mich das doch gerne mal wissen. Falls du es noch nicht ausprobiert haben solltest und du bist iRacing-Fahrer, probier es mal wirklich aus. Das macht richtig Bock. Und du brauchst doch ehrlich gesagt wirklich gar keine Angst davor haben, weil es ist gar nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Man muss einfach nur ein bisschen bedachter fahren und ein bisschen darauf Acht geben, dass da mal so eine kleine Pfütze ist. Lasst uns darüber mal in den Kommentaren sprechen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir uns da mal austauschen, wie so eure Ansichten dazu sind, beziehungsweise eure Testberichte. Und dann bedanke ich mich, dass du dir das Video angeguckt hast. Bei allen Kanalmitgliedern, die den Channel hier noch über das Schauen und über das Bewerten und Kommentieren hinaus unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns vielleicht beim Testen im Livestream. Also, haut rein, lasst euch gut gehen. Bis denn, Dansen. Ciao, Kakao.